Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne Ausgabe 21 vom Asterix-Dorf vorstellen. Hier sehen wir einmal die Figuren, aber wir werfen erstmal wieder einen Blick in die Zeitschrift hinein. Ja, da haben wir einmal wieder die Detailaufnahme, wo was hinkommt. Hier das Inhaltsverzeichnis. Dann nochmal einen Text zu den Figuren, die diesmal mit dabei sind. Und als Persönlichkeiten haben wir hier diesmal wieder etwas größere Texte als im Vergleich zur vorherigen Ausgabe. So wieder zwei kleine Randpersönlichkeiten, die kurz auftauchen. Dann geht es um die ägyptischen Götter. Da auch links oben meine Lieblingsfigur aus dem Asterix-Film. Das Alltagsleben im Dorf, wieder was zum Transportwesen, die Manöver der römischen Armee außerdem und dann noch rechts das Abschussbild, wo sich alle raufen und an den Haaren ziehen. So wieder Ausblick auf die nächste Ausgabe. Ja, wenn wir einen Blick jetzt auf die Figuren werfen, beziehungsweise gibt es hier eine Figur, eine Palisade, und eine kleine Baumgruppe. Dann formulieren wir das wieder erstmal auf. Und wenn das geschafft ist, können wir uns die Figuren näher ansehen. Ist immer ein bisschen tricky, dass da auch nichts rausfällt. Und dann sehen wir uns als erstes die Figur an. Noch scharf stellen. Und dann sehen wir, dass auch eigentlich die Teller ganz gut gemacht sind. Die Augen sehen noch ganz gut aus. Man sieht auch richtig, dass das Tellerstapel sein sollen. Ein Armbändchen gibt es auch noch. Bei der Palisade ist wieder ein Wildschwein dabei. Das guckt in dem Fall etwas psycho. Und dann haben wir außerdem noch die Baumgruppe, beziehungsweise ein Busch mit einem kleinen Bäumchen und einen Stock, der rausragt. Das Ganze nochmal gesichert mit so einem kleinen Plastikschnibbel, damit der Stab da nicht abbricht. Und dann werfen wir noch wieder einen Blick drauf, wo das genau hinkommt. Da ist die Nummer 21. Und die Palisade kommt ja sowieso irgendwo an den Rand. Also kommt dann da die Baumgruppe hin. Grünen wir das Dorf noch ein bisschen. Außerdem dann noch die Kellnerin, sowie dann noch die Palisade, die packen wir mal nach ganz hinten. Vorne bei den Römern macht das jetzt nicht so viel Sinn, wenn da auch noch gerade das Wildschwein rumsitzt. Ja, und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Sammeln.